Firefox hat meiner Meinung nach einen viel zu guten Ruf, was den Datenschutz angeht. Es sind ein paar Voreinstellungen gesetzt, die eben kein gutes Licht auf Firefox werfen. Wer jetzt Linux benutzt, der ist es gewohnt, Firefox als Standardbrowser vorinstalliert zu haben. Wer jetzt aber auf Chrome umsteigen möchte und trotzdem den hohen Datenschutz genießen will, der kann mal einen Blick auf Ungoogled Chromium werfen. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den unter Ubuntu oder einem anderen Debian-System, das die Paketverwaltung nutzt, installieren können. Am Browser sollte man immer darauf achten, eine aktuelle Version zu haben, und das geht am besten über die Paketverwaltung, die schon im System integriert ist. Link habt ihr natürlich in der Videobeschreibung, aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, ihr könnt natürlich auf allen anderen Systemen auch diesen Ungoogled Chromium installieren. Wir schauen uns das jetzt hier speziell für Ubuntu bzw. hier bei mir auf Lubuntu an. Mich interessieren vor allem erstmal hier unten diese zwei Befehle, zum Rest zu den Paketen, die da drin sind, kommen wir gleich noch. Wir müssen also als erstes in Linux mal ein Terminal öffnen. Dann können wir die zwei Befehle hier rauskopieren. Ich mache mal das Terminal ein bisschen größer. Und jetzt füge ich einfach die Befehle ein, bestätige das mit meinem Benutzerpasswort, hier nochmal mit Enter bestätigen, und während der hier läuft, kopiere ich schon mal den zweiten Befehl. Jetzt füge ich den auch noch ein. So, was sollen wir jetzt tun? Jetzt können wir einmal Chromium installieren. Ich setze wieder ein sudo davor. apt-get install. Und können wir jetzt hier rauskopieren, falsch kopiert, so, Ungoogled Chromium installieren. Wenn ich jetzt sudo auch noch richtig schreibe, funktioniert das Ganze auch. So, jetzt ist er installiert, wir gehen mal hier oben rein, gehen auf Internet und hier haben wir den Chromium Webbrowser. Man sieht schon, ganz witzig, DuckDuckGo ist als privatsphärenfreundliche Suchmaschine vorinstalliert, passt soweit alles. So, wenn es um Privatsphäre geht, immer einen Adblocker installieren. Schaut mal in die Infokarte, da hatte ich mal ein Video gemacht, warum der Adblocker so wichtig ist in einem Browser. Jetzt haben wir hier aber ein Problem. Ne? Also ihr seid jetzt ja wahrscheinlich gewohnt, dass wir einfach mal auf den Chrome Web Store gehen. Ich kann ja gleich mal nach uBlock Origin hier suchen mit DuckDuckGo. Dann finde ich auch schon die Seite. Hier habe ich nur ein Problem, ich bekomme den Installationsbutton nicht angezeigt. Das Problem ist aber schon gelöst, das geht einfach jetzt über die Paketverwaltung und nicht über den Webstore. Hier kann man es nochmal genau nachlesen, dass quasi Chrome halt diese Verbindung zu Google oder Chromium diese Verbindung zu Google gekappt hat und deshalb die Add-ons nicht aktualisiert werden können über den klassischen Weg oder auch installiert werden können. Hier unten finde ich aber, dass uBlock Origin in der Paketverwaltung schon ja, mitkommt einfach, und um das zu installieren, gebe ich ein sudo apt-get install. Jetzt könnte man meinen, uBlock Origin gibt man ein, dem ist aber nicht so. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Wir machen jetzt einmal ungoogled-chromium-uBlock Origin. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Sieht aber ganz gut aus. Hat funktioniert. Hier sind dann auch so Sachen noch wie Privacy Badger oder KeePass XC dabei. Damit wir jetzt nochmal kontrollieren, dass das geklappt hat, starte ich den Chromium einmal neu. Und jetzt sehe ich hier, uBlock Origin ist installiert. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich jetzt hier im Abspann über ein Abo, und ich blende euch auch nochmal ein paar weitere interessante Videos ein.